Es gibt einen sehr tröstlichen Satz von Kierkegaard, der sagt, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Ich habe mich als Kind schon mit Zauberei beschäftigt, ich habe als Kind schon Kabarett geliebt und Comedy und habe überall Witze gesammelt. Damals wusste ich noch nicht, wofür das gut ist. Ich habe über die Zauberei dann den Zugang zu Conferencier, Moderation auf der Bühne gehabt. Und ohne diese Vorerfahrung hätte ich zum Beispiel auch nie den Job beim HR gekriegt. Also ich habe in dem Casting beim HR gewonnen, weil ich mich durch doofe Antworten von einem, von einem Arzt nicht sagen, verunsichern ließ und nicht bei meinen Fragen blieb, sondern improvisieren konnte. Warum konnte ich das? Weil ich Improvisationstheater für die Bühne gemacht hatte. Das heißt, viele Fähigkeiten, die ich heute nutze, habe ich gesammelt über all die Jahre. Und die nicht gemeinsam zu nutzen, das wäre dumm. Also ich habe nicht sagen, die Medizin verlassen, sondern ich bin hin zu etwas anderem. Ich wollte gar nicht weg. Ich wollte sagen, mein Spektrum erweitern. Wenn ich heute in der Jahrhunderthalle zum Beispiel vor über 2000 Leuten spreche, erzähle ich denen die Dinge, die ich für relevant und wichtig halte für viele Leute, insbesondere was seelische Gesundheit angeht, bei dem Programm übers Glück, beim Programm über die Liebe. Wenn man sich anschaut, was sind die häufigsten Erkrankungen, sind das psychosomatische Erkrankungen und Depressionen. Das heißt, die Grundbotschaften, die ich darüber bringe, hätte ich in der Klinik jedem Einzelnen erzählen müssen. Wenn man sich einmal ausrechnet, was ich an Gesprächsleistungen an einem Abend vor 2000 oder noch mehr Leuten leiste, hätte ich dafür 10 Jahre in der Klinik gebraucht. Das heißt nicht, dass es nicht auch individuelle Therapie braucht, aber ich glaube, man kann wirklich viel, viel früher einsetzen, dass das, was in der Psychotherapie zum Beispiel dann getan wird, nicht mehr als ein Geheimwissen gehandelt wird. Das ist nicht völlig andere Welt, sondern das sind letzten Endes gesunder Menschenverstand angewendet in der Beziehung. In der Beziehung, die ersetzen soll, eine Beziehung, die ich im normalen Leben nicht habe. Wenn die Leute aber im normalen Leben mehr auf ihre Beziehung achten, dann brauchen die auch keinen Psychotherapeuten dafür. Das Also das heißt, ein heißt, Besuch ja. Ihrer Veranstaltung erspart einen Arztbesuch oder mehrere Arztbesuche gleich. Was mir wirklich das größte Lob ist für die Bücher, für die CDs auch, ist, dass Therapeuten die einsetzen. Ich habe einen Chefarzt aus einer psychiatrischen Klinik, der hat gleich mal 30 Mal Glück kommt selten allein bestellt und sagte, das sollte jeder von meinen Ärzten kennen. Wie man eben Dinge, die den natürlich kennen, sozusagen als Methodik, wie man die Humor vorüberbringt. Dass gar nicht erst dieser Widerstand aufbricht, du musst das und das oder du solltest das und das und das musst du essen und das darfst du nicht essen und so. Da reagieren wir immer mit Trotz. Der Weg über Humor, diese Dinge vorzubringen, ist deswegen so gut und so wirksam, weil wir beim Lachen erstens Erkenntnisgewinn haben, wir haben Freude und wir öffnen uns. Wir sind dann auch bereit, sozusagen über uns selber zu lachen. Ein anderes Kompliment, was mich sehr glücklich macht, ist, wenn Leute sagen, ich bin in dem Programm und ich habe es nicht für möglich gehalten, dass ich über 2 Stunden lache, ohne dass jemand vorgeführt wird, ohne dass ich mich über jemanden lustig mache. Das heißt, ich habe da wirklich sozusagen eine neue Form von Mischung von Kabarett, von Seminar, von medizinischer Fortbildung gefunden, die es vorher noch nicht gab. Und lange Zeit habe ich gekämpft dafür, dass sie ihren Platz bekommt, weil die Unterhaltungsredakteure sagten, nee, das ist zu ernsthaft. Die Wissenschaftsredakteure sagten, nee, nee, das ist zu humorvoll. Und ich habe 15 Jahre daran geglaubt, dass es genauso einen Mittelweg gibt. Das ist so Ist ja, idiotisch wie der Unterschied zwischen E- und U-Musik. Ja, ja. den macht unser Ist ja Hirn auch so ein nicht. bisschen eine Kreuzung, was Sie machen zwischen Comedy, Lebensberatung, durchaus ernst gemeinter Wissensvermittlung auch. Ja. Also die Studien, die zitiert werden, die gibt es ja Ja, tatsächlich, auch wenn manche wirken, als hätte sie einen Komiker irgendwie erfunden, aber es gibt sie ja wirklich. Kommen wir also endlich zu dem Glück, von dem jetzt schon mehrfach die Rede war. Das vergangene Jahr 2009 war, glaube ich, für Sie das jedenfalls beruflich bisher glücklichste, jedenfalls erfolgreichste. Wie weit Erfolg und Glück zusammenhängen, müsste man ja vielleicht auch drüber nachdenken, aber jedenfalls das erfolgreichste, das kann Ja. man ganz klar sagen. Und besonders erfolgreich war eben die Beschäftigung mit dem Glück. Und Glück kommt selten allein, also mit Ja. Ihnen kam es jedenfalls auf die Bühne und hat viele andere auch beglückt. Dann definieren Sie mir doch bitte jetzt mal, was ist denn für Sie Glück? Glück ist für mich ein unglücklicher Begriff, weil es viele verschiedene Facetten vermischt. Und ich glaube, das, was ich in dem Buch an eigener Leistung gebracht habe, ist vor allem eine Strukturierung von dem, was wir eigentlich darunter verstehen.
Wenn ich das auf zwei Sätze zusammenfassen könnte, dann hätte ich darüber Ich nicht will ja nur 300 Seiten wissen, was es für geschrieben. Sie ist. Also wie definieren Sie für sich persönlich Glück? Für mich ist Glück Freude am Genuss. Das ist sozusagen die physiologische Ebene, die der Sinne, bis hin zur spirituellen Ebene. Von Glück ist Sinn. Glück ist, ich habe das Gefühl, was ich tue, wird gebraucht. Ich bin Teil von einem größeren Kontext. Ich arbeite an etwas, was über mich hinausweist. Also deswegen heißt es ja auch, Glück kommt selten allein, weil Glück eigentlich ein zutiefst soziales Gefühl ist und nicht etwas ist, was ich durch Bauchpinseln oder durch Schokoladenessen oder durch die scheinbar direkten Wege zum Glück, erst recht nicht durch Drogen und Medikamente und Alkohol finden kann, sondern maßgeblich ein Gefühl ist, was durch Verbundenheit entsteht. Verbunden mit mir, verbunden mit dem Gegenüber und verbunden sagen mit etwas, was größer ist als ich. Ich habe zwei Definitionen gefunden, die mir ganz gut gefallen haben. Mal sehen, ob Sie denen zustimmen. Das eine lautet, Glück ist ganz einfach gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Stammt von Hemingway. Hemingway, ja. Das zweite, Glück ist die Erfüllung von Kinderwünschen. Finde ich auch ganz klug, sagt Sigmund Freud. Würden Sie dem zustimmen? Ja, also viele Leute verraten das, was in ihnen angelegt ist. Und dafür zahlen wir alle einen hohen Preis. Also gerade wenn man auch in Institutionen und Einrichtungen und Anstalten hereinkommt, da sitzen Leute und ich möchte ihnen am liebsten ein Schild auf den Tisch stellen. Ich weiß nicht mehr, was ich als Kind werden wollte, aber das hier war es nicht. Also die laufen durch ein Leben mit einer angezogenen Handbremse, mit einer ständigen Jammerhaltung, mit einem das muss ich noch und das muss ich noch und das muss ich noch. Und das ist so ein bisschen auch die deutsche Haltung, die ich versuche, humorvoll zu unterwandern. Wir sind eine der reichsten Nationen der Welt. Es geht uns eigentlich so gut wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und trotzdem denken wir, wir sind am Abgrund. Wir sind bei der Zufriedenheit auf Platz 35. Nationen, die uns gar nicht so unähnlich sind wie Dänemark, Schweiz oder Österreich, sind viel zufriedener mit dem, was sie haben. Und insbesondere die skandinavischen Länder legen viel mehr Wert auf die auch politisch gewollte Umverteilung von Geld. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist viel kleiner als in Deutschland. Und die investieren sehr viel in Bildung, in Radwege, in Dinge, die das miteinander viel angenehmer machen. Und das ist meine Mission, dass wir gemeinsam auf Platz 34 rutschen, solange ich noch lebe. Das ist ja der Klassiker immer, das ist ja fast ein Klischee, der Deutsche, der so ja, chronisch unglücklich ist, das deutsche Leid, der jammert, Sie haben es ja auch gerade wieder zitiert, der Süden so viel beschwingter. Also ich kann sagen, ich war jetzt gerade in Rom, da hat ein Mann zu mir gesagt, ein Italiener, seien Sie froh, dass Sie kein Italiener sind. Also das scheint sich vielleicht im Zuge der Globalisierung ein bisschen zu verändern. Sie meinen, wir exportieren unsere schlechte Laune? Vielleicht, oder umgekehrt. Vielleicht bessert sich ja auch hier zu lange, auch dank Ihrer Hilfe. Na, als politischer Kabarettist kann man sich natürlich immer wie Berlusconi nur wünschen. Aber es gibt ein schönes Lied von Marlene Dietrich, gesungen damals, Text Friedrich Holländer, da heißt es, wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein, denn sobald ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein. Ist das so, dass wir Glück wirklich nicht aushalten, dauerhaft, dass so eine Sehnsucht auch nach Unglück besteht? Ja, also ein schönes Beispiel sind Liebeslieder. Es gibt unendlich viele Liebeslieder, die darum gehen, wenn eine Beziehung zerbrochen ist. Es gibt unendlich viele Liebeslieder, die davon handeln, oh, nicht wenn du doch wieder zurückkämst, sondern wenn du doch endlich da wärst, ja, die Sehnsucht hin. Aber es gibt praktisch keine Liebeslieder, die handeln davon, wo du schon mal da bist. Also es ist eklatant, dass Menschen am Drama viel interessierter sind, als wenn es etwas gut läuft. Und das ist eine der wichtigen Sachen, die man eben auch, wenn Sie sagten, Hemingway, Glück ist schlechtes Gedächtnis. Das Gedächtnis spielt für das Glück eine Riesenrolle, weil wir zwei grundsätzliche Denkfehler machen aufgrund unserer Gedächtnisstruktur. Das eine ist, dass wir unsere eigenen Gefühle in die Zukunft sehr schlecht vorhersagen. Wir denken, wenn ich das und das erreicht haben werde, dann werde ich ganz anders als jetzt. Das ist Unsinn. Das zweite ist, dass wir in die Vergangenheit genau den gleichen Denkfehler machen. Nämlich, wir denken, wir erinnern uns an die dramatischen Dinge. Und das führt dazu, dass wir unsere Stimmung immer erklären aus den großen Einschnitten im Leben, weil wir uns an die viel leichter erinnern als an die vielen kleinen Dinge.